An der Stelle nochmal vielen Dank an den lieben Glow, der mir das Ganze zur Verfügung stellt. Wir springen da mal direkt rüber. Und zwar das hier. Sponsored by Glow, so sieht's aus. Und wir starten heute mal damit, statt dass wir direkt in den Abyss gehen, dass wir hier, ich wollte gerade sagen Yu-Gi-Oh-Karten sind es nicht, sondern TCG-Karten aufmachen. In dem angepinnten, im Chat, im angepinnten Kommentar, seht ihr den Link zu genau diesem Booster-Pack, was wir hier haben. Und ihr könnt ansonsten, glaube ich, auch gerne Glow fragen, der kann euch auch noch andere Links dazugeben und so. Also müsst ihr quasi seine Adresse erstmal wissen. Ja. Nee, also hätte ich potenziell kein Problem damit, euch da welche zu geben, wenn ihr die wollt. Und genau, hier ist noch so ein Promo-Pack drin. Das ist aber so ein bisschen gedamaged. Man sieht das hier, das hat irgendwie so ein paar Löcher. Und hier auch irgendwie so ein bisschen was von der Imprägnierung hier, von der Box. Müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, das machen wir mal zuerst auf und gucken einfach mal rein. Und wenn wir damit durch sind, gehen wir aber ganz normal, wie immer, in den Abyss. Wichtig ist noch, das soll ich natürlich dazu sagen, aber ihr wisst es ja alle, ich zeige euch ja hier auch öfter mal, wie man viel Geld in Genshin ausgeben kann. Auch hier, gebt euer Geld nur aus, wenn ihr es auch übrig habt, wenn ihr euch so Karten kaufen wollt. Ja, ist ja klar. So. Nee. Ihr seht das hier, immer unter dieser Silberfolie ist nochmal eine durchsichtige Folie und die hat sich hier aufgehangen. Sehr, sehr wundervoll. Der Struggle mit den Boostern. Ihr müsst jetzt noch nicht Bescheid sagen, was ihr haben wollt, sondern wir machen das dann so, dass ich das im Discord oder so verlosen würde. Oder dann in den zukünftigen Streams irgendwie. Da überlege ich mir auch noch was. Ne? Da würde ich dann einfach schauen, ob da Interesse an Karte XY besteht. Ich weiß nicht, ein findiger Moderator kann das ja vielleicht mal mit notieren, an welchen Karten Interesse geäußert wurde. Und dann können wir die hier im Stream immer mal verlosen oder so. So, dann schauen wir mal. Das hier soll wohl eine Promo sein. Die ist auf jeden Fall ziemlich thick. Also die ist sehr, sehr dick. Ah, Moment. Hier irgendwo eine Yu-Gi-Oh! Karte im Vergleich. Also die ist wirklich sehr, sehr dick. Und es ist, ja, es ist eine Diona. Eine dicke Diona. Aber, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber die hat hier leider tatsächlich ein bisschen Damage genommen. Ja, so sieht man es. Die hat ein bisschen Damage genommen von der Verpackung. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Ja, aber eine Diona Emotional Damage. Das ist auf jeden Fall Emotional Damage. Crittet für 5k. Also da haben wir schon mal jemanden, der sagt, der würde sie nehmen. Und zwar Angel. Das kann sich ja vielleicht ein Moderator mal nebenbei mit aufschreiben. Ich gebe die einfach mehr auf der Tastatur ab, das ist schon okay. Mal, kann man die hier vielleicht? Ja, guck mal, ist das nicht toll? So, und ansonsten haben wir hier eine ganze Menge Booster drin. Das ist noch gar nicht so lange her, dass ich mal ein Display von irgendwas aufgemacht habe. Nehmen die hier vielleicht einfach mal so raus. Ja. Oh, dann war das einfach hier hinten hin. Maus brauchen wir gerade wahrscheinlich eh nicht. Ja, das sind doch einige. Mehr als ich erwartet hatte. Ein paar sind upside down, okay. Okay. Yeah. Das ist immer noch verkehrt rum. So, geez, einen wunderschönen guten Abend.
gibt's Exodia, The Forbidden One. Mona ist wohl auch drin, ja. Uff, da ist ganz viel Pack-Opening, so sieht's aus. Kann vielleicht, ich habe glaube ich, den Streamtitel steht ganz vorne, das Abyss-Ding. Kann das vielleicht der Moderator einfach kurz mal tauschen bei dem Streamtitel, dass wir das mit dem Pack-Opening zuerst haben? Mach doch so, dass du zwei Booster giftest als Giveaway. Könnten wir theoretisch auch machen. Wir gucken mal, wie sehr mich die Sucht packt beim selber auspacken. Gute Besserung auf jeden Fall an Miko. 36 Booster, 6 Karten. Okay. 36 Booster. Ich habe nur so ein paar Hüllen rausgenommen. Ich hoffe, die reichen. Gucken wir mal. Unlock, was habe ich verpasst? Noch nichts. Eine Diona hast du verpasst. Und ansonsten... Ja, eigentlich nur, wäre cool, wenn ihr den Streamtitel anpassen könntet, einer. Dass wir das, weil ich komme ja jetzt gerade an mein Zeug nicht ran, ne, ist ja alles blockiert. Dass wir das mit dem Pack-Opening in dem Streamtitel vorne haben und das mit dem Abyss dahinter. Das wäre ganz cool. Und, schon gemacht, sehr gut, cool, danke. Und vielleicht mal so mitschreiben, wenn im Chat jemand äußert, ich hätte gerne Karte XY. Dass ich dann weiß, welche wir dann weg-giveawayen können. Bei Bedarf. Bin ich schon dabei? Ach, schau. Kuss. Dankeschön. Ich würde sagen, wir machen mal ran. Jetzt mal gucken. Ja, okay. Und Glow, du sagtest die letzten drei immer nach vorne, ne? Finde das per Discord besser. Ja, aber wenn sich jetzt schon jemand äußert, dann können wir das ja schon mal aufschreiben. Das ist ja voll okay. Genau, okay. Okay, okay, okay. So, die letzten drei. Achso, man sieht ja jetzt hier schon, was das ist, ne? Auf der Rückseite. I suppose. Ja. Also, es ist einmal eine Nidu. Kann ich eigentlich auf der Kamera ein bisschen ranzoomen? Nee. Okay, na gut. Dann eine Yula. Ein Skara. Tja, schade, dass Rylan gerade nicht da ist. Die hätte da bestimmt Interesse dran. Und, oh, Upside Down. Ich glaube, das ist was sehr, sehr Cooles. SP Sucrose. Die hat aber leider, ihr seht das auch, ne? Die hat leider auch diese Marks drauf von dem Pack. Das ist ein bisschen ärgerlich. Gucken wir gleich mal. Und die Commons, ja, legen wir hier hin. Aber dann nehmen wir das hier noch. Das ist das letzte, was vielleicht gedamaged ist. Ist halt so, kommt von weit her. Ja. Die Box hat ja auch so ein paar, man sieht das ja hier, so ein paar Dellen bekommen. Witzig fand ich ja, das wurde einfach in so einem schwarzen Folienumschlag geschickt. Wie funktioniert es bei den Karten? Gibt es jede als seltene Variante oder nur manche? Nur manche, soweit ich weiß. Das hängt aber auch von der Serie ab. Da gibt es mehrere Editionen sozusagen. Und von denen hängt das wohl einfach nochmal. Können wir die Folien da drin lagern. Yo, Lin, schönen guten Abend. Mir geht's super. Und dir? So, wir gucken mal. Okay, also sie ist ganz vorne einfach. Die holographische Karte. Eine Mona, ja wundervoll. Eine Mona. Hier hinhalten, fokussiert bestimmt auch die Kamera. Ja, eine Mona. Ist sie nicht hübsch? Oh, eine Lumine. Ah, ein hübsches Artwork von der Lumine. Eine Keychain. Nein, ist sie nicht. Ach, du. Guck mal hier, irgendwie hier so hinmachen. Eine Keychain. Das sind halt die Softboxen, die hier ringsrum stehen, die das halt alles sehr hell machen.
sich gleich die Mona gesnackt hat? Natürlich. Was ist, genau ist das jetzt? Einfach Karten? Also Genshin-Karten, ja. Eine Nölle? Da kenne ich auch jemanden, der die gerne hat. Und eine Nahida, die ist actually ziemlich cute. Der echte Baum, hallo. Und eine Ayaka. Und, lass mich mal ganz kurz gucken. Die hat nur so ein paar ganz leichte Druckspuren, aber die sieht fein aus. Mit Skin. Ist eine Skin Ayaka. In SR. Also für die Ayaka-Fans da draußen. Ja, wobei, ich steck die mal lieber nicht hier rein. Alternativ-Ayaka. Eine Alternativ-Ayaka. Okay, also das ist ein Alternate-Artwork. Das gibt es auch, hat mir Glow auch erzählt. Gibt alternative Artworks. Habe ich da Noel gesehen? Yes, yes. Stimmt, HM. Schönen guten Abend. Du bist ja schon ein Noel-Fan, ne? Sind die zum Sammeln oder zum Spielen? Also man kann damit auch spielen. Die haben hier hinten wohl auch Dinge drauf, aber... Ja, also ich kann es nicht lesen. Vielleicht kannst du es ja lesen. Aber es sind eher Collectible Cards, würde ich sagen. Und natürlich Irenia, schönen guten Abend. Ayaka und Fein, also ich weiß ja nicht. Ach, Etniona. Die Noel-Karten habe ich noch nicht, aber alles andere. Ja, also wie gesagt, wenn ihr Karten haben möchtet, ich würde mich bereit erklären, die dann auch euch zu Giveawayen, beziehungsweise zu verlosen, je nachdem, ob es da mehrere gibt, die da Interesse dran haben an den Karten dann. Also wenn jetzt zum Beispiel vier Leute sagen, ich hätte gerne die Ayaka, dann würde ich die halt verlosen. Und wenn nur einer sagt die Ayaka, na dann kann er gerne die Ayaka haben. So, hier ist noch eine Yula. Nochmal eine alternative Kechi. Immer die letzte, die Rare-Karte, immer die erste sozusagen. Also ich muss immer die von ganz vorne nach ganz hinten tun. Eine Chi-Chi. Ein Kea, da kenne ich doch auch jemanden, der Kea sehr, sehr mag. Ist denn ein Aphelios gerade da? Ich glaube, ein Aphelios ist da. Dann haben wir hier einen Ning. Stimmt, Chibi mit einer... Chibi, hm? Ich habe einfach Chi-Chi und Stevie fusioniert. Nein, ist er nicht. Also ich sehe Aphelios zumindest im Chat. Und hier haben wir... Den Skara-Boss offenbar mit Nahida, Aoife und Paimonios. Mach mal Fokus bitte. Cool. Die sieht schon ziemlich nice aus. CP. CP easy 40 Euro. Na dann würde ich sagen, tüten wir die auf jeden Fall erstmal direkt ein. Ja, also wenn die 40 Euro wert ist, dann wird das vielleicht eine sein, die ich vielleicht auch behalte. Dafür müsste man wissen, welche du am Ende behältst. Also ich sag mal, so eine Karte würde ich natürlich schon behalten. Grundlegend lege ich die Karten mir zur Seite, die ich gerne behalten wollen würde. Also zum Beispiel Mona und Saino. Eine Faruzan, einen Zhao würde ich gerne behalten. Wenn eine coole Hu Tao dabei ist, würde ich auch eine coole Hu Tao behalten. Aber so die meisten gebe ich gerne weg. Erstmal realisieren, warum alle ausrasten, aber die Komplex schmecken. Ja, CP ist offenbar sehr, sehr selten. Ersten Pack schon Plus gemacht. Sowieso, weil die hat mir Glow spendiert. Wenn Glow streamen würde, würde ich sagen, machen wir einen Shoutout. Aber das geht natürlich nicht. Von daher... also er streamt halt nicht. Aber ja, also Glow auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank nochmal dafür an der Stelle. So, und hier. Und ich will euch ja nicht den... Schaut doch an den Loser Sonius. So. Nochmal eine alternative Keqing. War das aber... Das wäre actually ein cooler Skin. Guckt euch die mal an. Das wäre actually ein cooler Skin fürs Game.
Steven, schönen guten Abend. Pass auf, gleich noch eine CP. Mal gucken. So ein HSR-Skin. Finde ich aber cool. Hi, Bennett. Die mal hier rüber. Bennett auf jeden Fall auch OP. Und eine Klee. Shoutout an Tenry. Guck mal, die hat so eine kleine Albedo-Puppe im Arm. Actually niedlich. Venti. Oder Haven, stimmt. Haven auch, ja. Razor. Sam of Nine, schönen guten Abend. Und eine SP Candice. Ich mag dieses Golddesign, das sieht sehr, sehr edel aus. Candice ist schon auch eine hübsche. Ach, SP ist auch sehr selten, oder wie? Okay, wild. SP ist gleichzusetzen mit SLR. Alright, also die sind auch sehr selten, sagst du? Dann sollte ich die vielleicht auch direkt eintüten, ne? Moment. Mal hier kurz die nächste nach vorne. So, hier sehen wir erstmal noch einen alternativen Kayer und ich tüte mal die anderen SPs noch ein. Und die Sucrose, die leider ein bisschen gedamaged wurde. Das ist ja Gott, das heißt, Lull. Schatziko, schönen guten Abend. Kreislauf, aus Sicherheitsgründen sollte man immer eintüten. Safety first, you know. Bra. Bra. So, nochmal ein alternativer Kea. Der sieht irgendwie aus, als wäre er von einem anderen Game. Der erinnert mich an irgendeine... Ich weiß es nicht, aber an irgendwas erinnert er mich. Irgendeine Figur aus einem anderen Anime, vielleicht an Accelerator so ein bisschen vom Gesichtsausdruck her. Ich glaube, das Grinsen, dieses Psychopathische, das macht's. Actually finde ich eher so ziemlich cool. Sind die auch so ein Keck. Eine Lisa, mit sehr breiten Argumenten. Und eine Ember. Da wurde schon nachgefragt. Eine Ember. Yeah, actually cute. Und eine Jean. Boah, die hat ein übel nices Gesicht. Guck mal, die sieht vom Gesicht her sieht die mega nice aus. Look at this face. Fokus. Das sieht schon ziemlich nice aus. Bitte tu mir einen Gefallen und poste Sonius deine Ausbeute später. Ja, hatte ich ja immerhin als User bezeichnet. Machen wir. So, dann legen wir die mal zur Seite für Glow. Dann haben wir eine Barbara, auch mit Skin. Irgendwie sind die Augen anders. Ja, die aber ich fand die echt hübsch. Und dann haben wir hier der feuchte Traum aller 14-Jährigen, Lehrerin Ganyu. Das braucht Bela. Hat er nicht gesagt. Doch hat er gesagt. Wer nicht hört, kriegt das 100. Yikes. Zhangling wäre auch echt toll. Schatziko, wir schreiben das nebenbei auf, wer was möchte. Und ich gebe die dann gerne an euch raus. In eine Folie. Ich habe nicht so viele Folien hier da liegen. Weil ich dachte nicht, dass in jedem Booster was Glitzerndes drin ist. Und deswegen habe ich auf jeden Fall nicht genug für alle SRs. Da muss ich dann später erst nochmal Folien bringen. Dann bringe ich einfach solche Sachen als Skin, wäre viel geiler, da hast du absolut recht.
Jeder Booster hat mindestens eine Holo. Jo. Das, dich vorher wissen müssen. So, dann haben wir eine Union. Na guck mal, der hat ja auch so ein paar Pressure Marks drauf. Aber eine Union? Habe ich dir geschrieben? Oh. Ehe. Eine Upside Down Yula. Again. Wieso fehlen auf der Tastatur Keycaps? Auf der Tastatur fehlen doch keine Keycaps. Oh, noch eine Mona. Oder was meinst du mit Keycaps? Halt eine Tastatur mit Tasten. Das ist eine zweite Mona. Also wenn da jemand eine Mona möchte, dann wäre noch eine da. Eine habe ich ja schon. Dann haben wir noch einmal Lumin. So sehen die Tasten da hinten so aus. Welche Tasten wo hinten? Und eine Pharuzan. Er hat aber einen Kratzer an der Nase. Ja doch, ihr seht zumindest, dass es da glitzert an der Nase. Aber die ist sehr, sehr hübsch. Das ist die Pose, die sie jetzt hat, ne? In der Idle Animation beim Team zusammenstellen. Ja, die wird auch eingetütet und kommt hier auf meinen für mich Stapel. Okay, nee, schönen guten Abend. Sich bei Mona niemand meldet, der echte Baum sehr, sehr gerne. Mona immer noch die beste. Mona ist einfach super. Passen genau rein in deine Slaves. Ja, passen wirklich genau rein. Doch, hier Mona. Okay. Wie gesagt, die Mods schreiben aufmerksam mit. Das heißt, wenn Diluc dabei ist, würde ich mich melden. Oder Kasua. Müssen wir mal gucken. Hören sie auf, sich zu wehren, gehen sie auf. Dankeschön. Ich weiß auch nicht, welche Tasten sie meinen. Falls du die hin meinst, das sind so Modustasten. Ja. Wie gesagt, jeder Char kann dort in jeder Rarität zu pullen sein, außer CP. Davon gibt es, glaube ich, nur 5 Stück. Okay. Schilfmeerbarke endlich bekommen. Nur noch 6 Karten fehlen. Warte, was ist eine Schilfmeerbarke? Teilweise sind die Booster schon schwer. Falls eine Ayaka übrig bleiben sollte, würde ich mich sehr freuen. Marc, schönen guten Abend. Und ja, die Ayaka, da wollte, glaube ich, oder hat sich noch niemand gemeldet. Aber wir gehen dann eh nochmal im Discord das nochmal genau durch, würde ich sagen. Ach so, im VTCG, jetzt war ich gerade übel verwirrt. Jetzt kommen sie da raus, hören sie auf, sich zu wehren. Nee. Yeah. Power Katie, mich interessiert nur Ayaka. Okay, also für Ayaka gab es ein paar Interessenten. Nee. Ein paar sind stecken geblieben. Der Struggle. Ja, die haben sich halt gewehrt. Hier haben wir nochmal eine Barbara mit Skin. Noch eine Mona. Eine Lumin. Nochmal Keeching. Again Noel. Und eine CP. Again. Von Kole. Also ich würde sagen, das hat sich schon richtig gelohnt. Wer hat das Whale Glück? Noch ein CP. Richtig Glück. Ich glaube auch. Motti J, schönen guten Abend.
Not relatable. Kreiser geht heute recht aus dem Konto, wenn das so weitergeht, ja. Noch eine schöne dazu. Kolei hat Action ein schönes Artwork, ja, das stimmt. Sehr, sehr stark. Alles Pech, was Kreisler in der Vergangenheit beim Pullen hatte, hat er mir wieder rausgeholt. Läuft. Somit übernimmst du Platz 1, Tom hat nur eine. Sehr geil. Ist das irgendwas Spektakuläres? Das ist wohl das richtig krasse Zeug, ja. Kommt der 2 von 5 aus wie viel Boostern? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beide haben knapp mehr als 70 Euro. Sehr, sehr geil. Ich hatte bei Yu-Gi-Oh! Auch nie Luck. 4x6, 30 und nicht eine. Oha. Glaub hat einfach sein ganzes Luck an mich abgegeben. Also ich glaube, da wir hier so viel Luck haben, kann ich, glaube ich, keine Booster einzeln verlosen, sondern muss die so rausgeben. Wenn dann. Kann man die Packs denn kaufen? Guck mal in dem angepinnten Kommentar, da gibt es einen Link. Mietos, schönen guten Abend. Safe and Cheater Display. Bestellen wir selber auch nochmal. So, hier haben wir nochmal eine Noel, eine Nahida, eine Nilu. Fabio gerade nicht da, aber der hätte da bestimmt Interraiser dran. Ein Hazel, den haben wir noch gar nicht gesehen. Eine Cookie haben wir auch noch gar nicht gesehen. Einfach so ein Pack kaufen und dir schicken, damit du es aufmachst. Zu viel Luck. Ja, true. Würde auch gehen. Und eine Hucha. Oh, mit einem übel schönen Artwork. Boah, ich glaube, die snacke ich mir doch auch noch. Die ist hübsch. Oh, I like. Kriegt eine Tüte. Kannst du die eine Nahida dazu die Ona packen für mich? Gucken dann später nochmal. Lass den Rest erstmal alles so liegen. So, mit Foni, schönen guten Abend. Und wenn du so, ja Leute, hab hier nichts zu verlosen, hab alles selber gesnackt. Nein. Gerade reingeschaut, Vivo Packs, Gewinnspiel, wann kriege ich Ganyu? Also, die Booster machen wir hier gerade auf, das sind die Packs. Und Gewinnspiel, ich werde dann, also wir schauen dann so in der nächsten Zeit, schauen wir einfach mal. Da muss ich mir noch was überlegen, wie wir das genau machen, dass ich die Karten davon an euch vergifte oder verlose. Bis auf, wie gesagt, so ein paar ausgewählte, die ich selber gerne behalten wollen würde. Und dann könnt ihr die nicht. Ja. Ich sage mir, den Boostern, die sind wirklich widerspenstig. Das ist ja aus der Rap-Szene aus dem letzten Laternenfest, oder? Actually, ja, du hast recht. Iona ist meine, oder? Weiß ich nicht. Hören sie auf, sich zu wehren? Eine Schere wäre zu einfach. Ja, bei einer Schere mit Boostern besteht immer die Gefahr, dass man in die Karten reinschneidet. Das ist halt gefährlich. Oh, ich hab schon was gesehen. Ich glaube, Stevie eskaliert gleich. Dann haben wir erstmal noch einen Nilu. Noch ein Hazel. Eine Cookie. Eine Yelan, auch noch nicht gesehen. Nochmal eine andere Candice. Und eine Kirara. Gehst du zur Gamescom? Nee, das ist mir nix. Hebt ihr doch von jeder mindestens eine mal auf. Na, von den Rares würde ich das machen. Also von den. Steht zwar Rare drauf, aber von den Commons halt.
Die hat Tom auch nicht. Sieht cute aus. Sie streckt ihre Zunge so ein Stück raus. Der kommt mit da drauf. Wobei, die liegen da ungünstig, die rutschen da runter. Wir legen die, als erst legen wir einfach mal hier rüber. So. Bleiben sie dort. Ja. Hier. Kira Raw. Eine feine Kirara. Zhao? Ohne den Zhao hätte ich auch sehr gerne, ja. Hanami, schönen guten Abend, by the way. Unser Katzenkarton. Legt doch ein Tuch drunter. Wir kriegen die keinen Schaden vom Tisch. Ich habe den Tisch heute extra noch gereinigt. Damit da nichts rumliegen kann und so. Also ich habe sozusagen nach Feierabend damit verbracht, das hier alles sauber zu machen. Mario Luigi, schönen guten Abend. Ich sehe Pack Openings. Yes, yes, yes. Ich habe nur Ciao Hallo gesagt. Ach so. So, Moment. Oh, ich glaube, da habe ich auch schon wieder was gesehen, was vielleicht einen Abnehmer hat. Erstmal haben wir hier eine Yelan. Und einen Aether mit Festering Desire. Eine Barbara im Weihnachtsmannkostüm. Nochmal eine Yula. Müsste Glau auch da sein, oder? So sieht's aus. Eine Keqing und einen KW. Mit Koffer. Swanderer, Lynette, Kasua und Alhaefen nicht schon fast ein perfektes Team zum Erkunden? Ja, die sind actually nicht schlecht dafür, ja. Also ich weiß nicht, warum Alhaefen, aber der Rest, ja. Hajimari! Schönen guten Abend, Kavi, oh mein Gott! Weihnachtsbarbs, keine cute? Ah. Meine Seele weint gerade. Bela Zema, schönen guten Abend. Moment. Auch hier sehe ich Dinge. Aber ich gönne es dir, Bro. Dankeschön. So. Meine Seele weint, warum? So, einmal Nido. Eine Yula. Ein weiteres Skara. Dein Chat ist gemein zu mir, bann ihn mal weg. Nein. Oh, noch eine andere Farusan. Oh, die ist aber auch sehr hübsch vom Artwork her. Holy shit, ist die cute. Joink. Ein Hafem? Ein Hafem? Skara nehme ich, davon haben wir zwei Jungen. Schönen guten Abend, Koba. Schönen guten Abend. Was ziehst du denn da? Real-Life-TCG-Karten. Darf ich die CPs mal sehen? Wir gehen dann nachher nochmal durch alle durch. Und eine... Ich habe vergessen, wie sie heißt. Für Lydia, wenn Lydia möchte, ja. Bisschen sehr dick aufgetragen mit dem Sixpack. True. Also sogar ein 8-Pack. Das ist einfach ein 8-Pack. Charlotte, Charlotte heißt sie, genau. Was ziehst du hier bitte? Linne ist mir, falls es den gibt. Ich glaube, Linne ist noch nicht drin. Da steht ja ein Fade drauf auf der Rückseite. Stimmt, da steht ja ein Fade drauf. Ist auch Pyro. Alles, was Sonios auf zwei Displays nicht hat, wild. Achso, Glow, du wolltest ja, dass ich auf der Karte für dich dann noch unterschreibe. Soll ich auf der Rückseite oder auf der Vorderseite unterschreiben? Also auf der Seite mit dem Artwork oder die Textseite? Ich muss erstmal noch ein Stück dafür kaufen. Kann ja nicht mit dem Kugelschreiber drauf unterschreiben. Artwork? Okay. Einfach so quer drüber in der Ecke. Okay. Okay. Moment. Wo sind meine Klee? Will Klee? Stimmt, Klee gab's nicht.
Bei Tartaglia steht auch Nido drauf. Okay. Dann ist das ein Misprint und du solltest diesen behalten, weil Charlotte confirmed Cryo ist. Ja, aber die sind alle Misprint bei ihr. Also da ist das nochmal. Oh, ein Zhongdong. Interessantes Artwork. Eine Shenhe haben wir auch noch nicht gesehen. Eine Fische haben wir auch noch nicht gesehen mit ihrem Prinzessinnen-Outfit. Daddy. Ein anderer Venti. Eine andere Nahida. Welche denn ist das, wenn ich fragen darf? Das ist Gen 9. Und eine Kokofisch. Das ist doch was für Hanami. Coke Omi. Hat auch ihren Fisch dabei. Und da ist der Fisch. Still look die. Alkoholiker auch noch, aber ist ein nice Pack. Ja. Habt ihr die Karte selber? Ach so, na gut. Die Koks-Omi ist auch gut. Perfekt, schönen guten Abend. Gehen Sie auf. Ja. Ich sehe wieder Argumente. Und jetzt, wo ich das hier sehe, fällt mir ein, wir hatten schon eine Klee, und zwar diese. Mit der Albedo-Puppe. Da haben wir nochmal Sipping Wenti. Nochmal einen Razor. Nochmal den Psychokea. Die Argumente Lisa. Also die Argumente Lisa. Also Argumente. Ich meine natürlich. Hier. Argumente. Und einen SR Kea. Diese hatte schöne Augen. Ja. Die waren grün oder so, ne? Einen Schluck trinken. Machen wir gleich. Huch. Oh, oh, oh. Eine Jae. Das geht sehr gut los. Die auch ihre Zunge raussteckt. Eine alternative Shenhe mit Bellybutton. Eine Union. Wer ist eigentlich der Lieblingscharakter? Zhao, Mona, Saino, Farusan sind so. Nochmal ein alternativer Zhongli. Mit so ein bisschen Asterhaarstücken im Hintergrund, glaube ich. Eine Ayaka, wieder mit ihrem Skin. Und eine holographische Union. In Dance-Pose. Der Kuppi-Jongli mit extra entfernten Augen. Lost Flo, schönen guten Abend. Ja, trinken ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil ich möchte natürlich ungerne die Karten irgendwie beschmutzen. Na, wie geht's dir, mein Lieber? Mir geht's super. Und dir? SR ist mindestens in jedem Pack. Genau, also SR ist nicht selten. Aber der Rest...
Da haben wir noch mal eine Amber. Nochmal die Jean. Eine Barbara. Aber bitte, Gordon, bitte anstellen. Noch eine Mona. Nochmal Lumine. Und eine Layla. Der Name gerade nicht eingefallen. Komme von der HSR-Sucht nicht mehr weg. Oh, ja, aber HSR ist auch ein cooles Game. Das ist auch eine sehr hübsche Pose. Die sieht auch gar nicht so müde aus. Ist schon sehr hübsch. Ist sehr, sehr hübsch. Next. Ja, Gesundheit. Oha. Oha. Okay. Wir fangen erstmal an mit einem Skara. Nochmal die Pharuzan. Sehr, sehr hübsches Artwork immer noch. Nochmal 8-Pack Hafem. Nochmal die Yae. Nochmal Bellybutton Shenhe. Und ein Baiju in SLR. SLR ist, glaube ich, auch ganz cool, oder? SLR ist, glaube ich, auch relativ selten. Aber er ist Animo, sehe ich gerade. Lul. SLR ist auch selten. Nee, du gib die weg. Erste SLR, ja. Aber sie ist. Er ist Animo. Animo Baiju, wusste ich auch noch nicht. Kannst du eine Cryo Jean pullen? Okay, wild. Raiden ist nur als DP drin oder als SP. Okay, also sehr, sehr selten. Oh, hier sehe ich schon wieder die Leute fighten. Erstmal eine Keychain. Muss mit den Rares vielleicht mal einen neuen Stapel aufmachen. Eine Noelle. Eine Nahida. Eine Nidu. Einen Heizo. Und eine Pre-Nerf Rosaria. Da ist sie einfach noch nicht genervt. Die hat auch sehr überzeugende Argumente. Holy moly, ja. Bra. Das waren noch gute Zeiten. Erdrückende Argumente. Joik die dir mal. Nee, die würde ich mit Giveawayen. Diese Argumente können jeden Mann entwaffnen. Beste Zeiten. Diluc wäre mein Dreamy Boy. Ja, also ich sag mal, so einen Diluc mit Skin, wenn der cool aussieht, dann würde ich den gegebenenfalls auch behalten, einfach weil er so der OG DPS ist. Ich muss mir, glaube ich, was Besseres einfallen lassen mit den Folien. Ich glaube, die kriege ich hier nicht alle sinnvoll unter. So. Nochmal Zhongdong. Am Chillen, der Gute.
eine Shenhe. Ja, hübsches Artwork. Nochmal Fische. Ventus. Einen Nahida. Und noch eine Candace. Ein Tintenfleck drauf. Seht ihr das da oben? Ja, da einfach ein Fleck. Aber eine Candace. War das Mondstadt bei Nahida im Hintergrund? Nee, das ist irgendwas mit Pilzen. Zurückgeben und eine gute Kenntnis verlangen. Ach. Dinge passieren. Da ist nicht so eine riesen Company dahinter, wie bei Yu-Gi-Oh! Oder so. Da ist das irgendwie fast schon zu erwarten, dass da der ein oder andere Produktionsfehler dabei ist. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, Stevie war das. Da waren die Karten alle miscut. Demaros, moin moin. So, da haben wir eine Union. Nochmal Zhongdong. Wieder die Ayaka. Noch ein Zhongdong. Eine Shenhe. Und nochmal SLR Baiju. In Animo. Set doppelt gepult? Ja, ist nicht so schlimm. No offense, aber ich habe das Gefühl, als wären die ganzen Artworks einfach mit AI gemacht. Das kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Handy wegen Stream ganz laut. Dann habe ich gerade Cash Royale gestartet. Instant taub. Lul. Engo, schönen guten Abend. Ich glaube, hier ist jetzt wirklich was für Fabio dabei. Eine Cookie. Eine Yelan. Aoife mit Festering Desire. Barbara. Eine Yula. Und SR Nidu. Einfach die Schöne. Biene, schönen guten Abend. Viel doppelt. Ja, bei den Rares, also die hier auf dem Stapel landen, ist es ja klar. Ansonsten hier war bis jetzt, glaube ich, bei Ju bisher doppelt. Und sonst nichts. Candace. Das haben wir hier einmal. Nee. Keine doppelte Candace. VTCG-Karten sieht man in der Szene nicht. Nee, stimmt, die habe ich hier nicht drin. Hab die Szene vorhin schnell zusammengesteckt. Eine SLR oder SP sollte noch drin sein. Ah, true, es sind immer 5 von entweder SLR oder SP, sagst du. Eine CP wäre frech. Ah ja, würde ich jetzt fühlen, ne? Booster, ich mag Booster öffnen, ich auch. War das gut? Ah, die riechen aber nicht so gut wie die Yu-Gi-Oh! Karten. Yu-Gi-Oh! Karten riechen richtig geil. So, eine Union. Ich mache hier mal einen zweiten Stapel auf. Wieder die Keating mit dem coolen Outfit. Bennett. Bennett actually männlich.
Nein, der hat ja sogar Brustmuskeln und sowas. Er schwitzt. Again, Klee. Venti. Ich weiß, wurde früher immer durch Yu-Gi-Oh! Karten high. Ey, Yu-Gi-Oh! Karten waren mega. Und eine Dori. Erwachsener Bennett. I'll take it. Wow. next. Magic Bus und so, zum Beispiel. Ja, stimmt, ne? Hat's ja mal gesagt. Bin gespannt, was Remus pullt. Wann macht der seine Puls? So, wir haben Le Fische. Le Ventus. Nahida. Union. Noch eine Union. Und noch ein Baiju, lul. Okay. Das ist unfair. Sein Spiel kommt erst September. Ah, okay. Wo Zhao und Kazuha? Ja, das ist eine gute Frage. Komm, nach 2 CPs ist das noch gerecht. Lul. Es ist immer noch nicht so schlimm, wenn sich da dann kein dritter Abnehmer findet, dann habe ich halt einen für mich, ne? Das ist doch voll okay. Seht das als verlorenes 50-50 schon beim ersten Mal? Wo Ito ist, die wir so fragen. Stimmt, Ito noch gar nicht gesehen. Aloy ist, glaube ich, nicht drin. Alright. Le Jongdos. Ayaka? Doch, Aloy ist dabei. Okay, okay. Noch ein Jongdus. Eine Shenhe. Eine Fische. Und... LOL. Okay, also ich meine, das ist, glaube ich, irgendwie lucky. 6 SLR, 6 S... Also 6 SLR-SP, aber... Die Karte mag dich, glaube ich, ergänzt. Ja, toll. Kann man auch von Glück reden? Ich glaube auch, ja. So auf dieselbe ist echt krass. Ja. Hast du geschrieben, lies doch mal meine Nachricht, Mensch. Welche Nachricht? Sag doch, der ist am Ende fünfmal da. Ach, da oben, ja, true. Hätte ich bei Yulan Jingshu auch. Ah. Mal gucken. Ein paar bei Ju bekommst du noch? Ne, bitte nicht. Wusste gar nicht, dass man der 50-50 zweimal direkt verlieren kann. Ich glaube, da hat jemand keine Lust zu mischen. Ich glaube auch. Du warst zu viel Way. Aber bei Ju habe ich geskippt. Vielleicht ist das seine Rache. Ein Venti. Nahida. Yunjin. Keqing. Wieder mit dem coolen Outfit. Bennett. Und lol. Hat er mir einfach recht. Okay. Dein Pullhoroskop, wenn du als nächstes 6 pullst. Wolf, schönen guten Abend. Wahrscheinlich. Das hatte ich auch noch nie. Aber ist das nicht von der Anzahl her relativ wild, was die Anzahl an SPs und SLRs dann angeht? Also ich meine, das sind ja jetzt 7 Stück insgesamt. Beim nächsten Rerun dann C6 Baiju, das ist ein Omen. Oh nee. Wenn es so Zhao wäre, ja, Zhao wäre cool. 5 bis 8, okay. Na gut. Aha, ich komme zu spät. Reilein! Schönen guten Abend, hallo. Ich glaube, da liegt was schief in der Produktion. Das kann sein, ja.
So, ein Razorino. Ein Kea. Wieder die Lisa mit den Argumenten. Eine Ember. Eine Jean. Und. Ah, immerhin was Neues. Ein Tinari. Next. Faso, ich, de Tinari. Was? Sechs Booster noch? 7, 10. Mit dem 11. Wollte nur schreiben, Tainari würde ich nehmen. Ah, okay. Eine Keqing. Eine Chi-Chi. Actually auch ein süßes Artwork, oder? Noch ein Kea. Eine Ning. Das ist, glaube ich, eine andere Noelle, oder? Die sieht niedlich aus. Mein Rücken hat gerade voll geknackt. Und eine Sucrose, die so macht. Ich wusste gar nicht, dass Sucrose Metal hört. Ja gut, eine Metal Sucrose. So, jetzt sind es auf jedem Stapel noch drei, ne? Ja. Wenn du Yula oder Jingxiu willst, sagt Bescheid. Habt ihr auch so 6 bis 8 Mal ein SLR? Lul. Es kommt 10 Mal SR am Ende. Wahrscheinlich. Häschen, du Dödel. Das sind keine Häschen. Das sind Pommes Gabeln. So. Eine Barbara. Eine Mona. Traveler. Keqing. Ja, war tatsächlich gerade eine andere Noelle. Und, eine SR Shenhe. Also dreimal verschiedene Shenhe. Auch interesting. Hübsch. So. Die letzten 9. Klee kommt trotzdem. Weiß gar nicht, glaube ist Klee in irgendeiner höheren Rarität überhaupt dabei? Ja, okay. Oh, guck mal, Reilein. Da ist er. Klee kann bis SLRSP gehen. So, ein Sino. Der, den ich schon habe, also der kann sozusagen auch mit auf den Giveaway-Stapel. Eine Candice. Eine Nidu. Yula. Skara. Und noch eine Shenhe. In einem anderen Artwork. Zwei verschiedene Shenhe. 10 auch hinten anders aus. Ich mag das Gesicht hier. Das ist so unschuldig niedlich. Belian, die eine Shenhe, die aus dem Mittelfinger zeigen. Wow. Nehme ich auch. Zwei verschiedene Shenhe. Die sehen auch hinten anders aus. Ist klar. Wow. Nicht so. Klar.
Doch nicht so. Eine Nahida. Eine Nilu. Hey so. Cookie. Jelan. Und irgendwas Hydromäßiges, glaube ich. Oder Kryo? Nee, Hydro. Ayato! Ein Ayato. Sag ja 10 mal SR. Na, 6 sind noch da. Aber wäre ja auch nicht schlimm. Ich meine, die Guten sind ja jetzt alle da. Die ganzen Bejus. Ausbeute lässt sich sehen. Zweimal CP bei Ju C4. Das ist halt geil, oder? In DC kommt die ganze Zeit Lara. Setz das mal bei mir auf die Liste. Lara, Lara, Lara. Geil. Okay, eine Klee. Ein Venti. Ein Razor. Nochmal der Psychokea. Lisa. Oh, lol. Digga. Er hasst mein Ass halt. Er hasst einfach mein Ass. Aber. 6. 8. Also immerhin 8 CPs. Du magst ihn auch nicht? Ja. Aber er mich offenbar. Ja, also wer bei Juice haben will, ne? Hit me up. Die Magic C6 ist schon. Das wär schon irgendwie frech. Katze Beju deckbar. Eine Farusan. Ich nehme Klee und die Dori da unten irgendwo. Ja, wie gesagt, wir gucken dann einfach mal. Hey, Fem. Jai. Nochmal Belly Button Shen hier. Yunyun und wir sehen. Cryo. Jonghyun. Okay. Jongs. Mit Popsicle. Würde eine Yai auch noch nehmen. Kriegen wir, denke ich, alles hin. Was du für ein unverschämtes Glück mit diesem Display hast. Also offenbar ja. Weiß noch nicht, ob ich das mit dem Baiju so lucky oder ob ich das eher unlucky finden soll. Da bin ich noch ein bisschen on the edge, to be honest. Wieder Eva. Barbara mit Weihnachtsmannkostüm. Yula. Lukeching. Chichi und deine Sayu. Take. Der ist für Lydia zu dir zunächst gekommen. Uff.
Jo, Sinex, schönen guten Abend. Gibt es auch SSR? Ich glaube, SSR gibt es hier nicht. Gibt SLR, CP, SP und die SRs. Nee. Nehmen Sie auf, um sie auf sich zu wärmen. Jula. Noch ein Skara. Nochmal die Farusan. Hey, wenn wir nur von Verrückten umgeben, Hilfe. Eine Jai und... Ach, Digga. Ihr seid wirklich fucking C6, Mann. Why? Er hasst mich halt so richtig hart. Du treu bleiben. Ja, wir mussten halt irgendwas C6 pullen, ne? Es ging gar nicht anders. Jeder bekommt einen Beige oder so. Also können Sie vielleicht am Ende eine Zusammenfassung der Karten machen, wie viele du von welcher Karte hast. Kannst du halt das Arbeit am Ende vereinfachen? Ja, klar, können wir machen. Eine Ember. Nochmal eine Jean. Barbara. Noch eine Mona. Lumine. Oh, noch eine. Junge, noch eine SLR, aber diesmal wenigstens eine andere. Es ist Farusan. Ja, die wird auch gejoinkt. Dann haben wir jetzt einiges an SLRs, ne? Das sind 7, 8, 9, 10 SLRs. Also. SLRs und SPs. Sehr, sehr wild. Eintüten bitte, die Diona. Ich habe nur noch eine Hülle da. Wenn jetzt hier nichts an großen Value Cards mehr kommt, dann wird die gleich eingetütet, ja. Was war das für ein Display? Also es war auf jeden Fall wild mit den ganzen Baijus. Bin enttäuscht. Ich glaube, ich werde dich nicht auf die Tour pullen lassen. Wow. Ich kann doch nichts dafür. dass hier nur Baijus drin sind. Das war halt ein Baiju-Banner. Lykea. Ning. Noel. Nochmal Sino. Nochmal Candice. Und noch ein anderer Kea. Und das letzte Pack. Wird's nochmal ein Baiju? Nur noch ein Pack für Zhao und Kasua. Ja, gerade kein Zhao dabei. Das ist wirklich ein bisschen traurig. Aber ich habe zwei verschiedene Farusan. Ich bin sehr, sehr glücklich. Nicht, dass die zum Beispiel Banner produziert wurden. Sechsmal Zhao wäre nice. Sechsmal Zhao wäre wirklich nice gewesen, ja. Das stimmt. So. Möchte Lydia denn keine Karten haben? Ich weiß es nicht. Ich habe nichts gesagt. Einmal Zhongli. Einmal Ayaka. Nochmal Zhongli. Shenhe. Eine Fische. Im Railine-Cosplay. Andersrum. Und eine Ember. Okay. Eine Ember.
Wolltest du nicht zwei Packs verlosen? Nee, ich habe mir überlegt, dass ich die lieber aufmache. Oh, dann mal gucken, ob die hier überhaupt reinpasst, weil die ist ja so dick. Ja, die würde reinpassen, würde mir aber die Hülle kaputt machen. Hol ich mal fix eine andere Hülle ran für die Diona. Na, ich habe leider nicht genug leere Sleeves jetzt gerade für die ganzen SRs da. Ich werde die einfach in den Binder packen, glaube ich. So. Was eine Ausbeute. Alles in allen 80 Euro wert. Hast also das Display zweimal raus. Sehr, sehr wild. So, wir gehen erstmal durch die ich mir hier zur Seite gelegt habe. Die Jean für Glow. Einmal ein Zaino für mich. Die Carmen Farosan für mich. Und die Mona. Und dann haben wir hier die beiden Farosans und Hu Tao. Dann haben wir zwei CPs. Und jetzt haben wir die SLRs. Da haben wir einmal Baijiu. Dann haben wir Baijiu. 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 Und einen Baijiu. Bei den SPs haben wir eine Sucrose und eine Candice. Dann ja, diese übel dicke Promokarte, Diona. Und dann gehen wir hier nochmal durch die SRs durch. Ember. Kea. Sayu. Chongyun. Ayato. Shenhe und eine andere Shenhe. Metal Sucrose. Tainari. Dori. Nidu. Candice. Bubi Rosaria. Layla. Yunjin. Kea. Kokumi. Yanfei. Kavi. Eine Kirara. Ganyu. Und eine Ayaka. Originalkarten von HoYoverse oder von welchem Anbieter, die sind nicht von direkt HoYoverse, aber die haben wohl eine offizielle Lizenz, die Karten herzustellen. Also die sind so semi-offiziell. Das mit der Diona ist halt irgendwie doof, weil die so dick ist, ne? Hast du Diona dick genannt? Die Karte ist sehr, sehr dick, weil das so eine Special-Karte ist und da ist die einfach sehr, sehr dick von der Kartenstärke her. So.
kann ich dir das mal zeigen. Wenn wir hier mal kurz auf die Genshin-Szene, können wir da mal hingehen, ja. Das hier. Ich habe hier praktisch die ganze Zeit jetzt mein Handy hier so stehen gehabt, was ich normalerweise hier habe, um die Szenen zu wechseln. Das muss ich jetzt auch noch fix zurückbauen.